Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Video möchte ich die Antwort auf mein letztes Video geben. Es stand die Frage im Raum, woher kommt der Strom in einer windstillen Nacht? Vorher möchte ich noch sagen, dass es ein Armutszeugnis der Linken war. Ich meine, 5 Dislikes, aber kein einziges Gegenargument. Das war schon relativ schwach. Das muss man jetzt mal wirklich sagen. So, die Antwort ist, der Strom kommt aus dem Ausland. Deutschland schaltet ja seine gesamten Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke jetzt in den nächsten Jahren ab. Und aufgepasst, die ganzen Länder drumherum bauen jetzt neue auf. Und zwar kurz vor die deutsche Grenze. Diese, also von denen wird dann Deutschland seinen Strom beziehen. Kann man sich alles nicht mehr ausdenken, aber es ist so. Diese sind unsicherer als unsere und umweltbelastender als unsere. Ja. Und vor allem werden sich die Nachbarländer, die reiben schon die Hände, werden sich diesen Strom teuer bezahlen lassen. Die wissen genau, wir sind darauf angewiesen, wir haben keine andere Wahl. Das heißt, wenn wir uns den 10-20-fachen Preis aufschlagen, wissen die genau, wir müssen den zahlen. Das Problem ist natürlich, weil kommen wir jetzt mal zu den erneuerbaren Energien. Das Problem dabei ist halt, dass diese Windräder Wackelstrom produzieren. Das heißt, Strom muss genau dann dazugekauft werden, in den richtigen Mengen, wenn er verbraucht wird. Das heißt, wenn sich dann die Leute, die dafür zuständig sind, verschätzen, dann gibt es hier einen Blackout. Ganz einfach, und zwar deutschlandweit. Dann stand noch ein Thema im Raum, Speicher. Also, viele sagen, man kann den Strom von den erneuerbaren Energien speichern. Und nein, jetzt zum 100.000. Male, das geht nicht. Wir haben noch nicht die Technik, und selbst wenn wir die Technik haben, diese riesigen Mengen zu speichern, dann, kurz den Faden verloren, selbst wenn wir die technischen Möglichkeiten haben, dann sind diese Generatoren oder was, diese Stromspeicher ja noch gar nicht gebaut worden. Das dauert dann auch noch mal mehrere Jahre. Wir können Strom nur in kleinen Mengen speichern. Zum Beispiel Akkus fürs Handy oder diese kleinen, die so aussehen wie Batterien. Es geht nicht in diesen riesigen Mengen. Und vor allem, das hat der Herr Höcke gesagt bei einem Vortrag, dass die größte Dunkelflaute, die waren, ich weiß nicht mehr, ob es 7 oder 14 Tage waren, ja, ist ja egal. Jedenfalls für diese ganzen Millionen Menschen müssten dann wirklich Stromreserven für 10 Tage oder was bereitstehen. Also es waren 7 oder 14 Tage, ich weiß jetzt nicht mehr, wirklich eine Dunkelflaute. Da war relativ wenig Wind und es war relativ dunkel. Das war nämlich im Winter in einer ganz bestimmten Phase. Okay, so, ich hoffe, ihr kommt jetzt langsam mal zur Einsicht, weil es ist, ich meine, zur zweiten Frage, ich meine, muss ich mich da wirklich noch zu äußern, also die zweite Frage, was war das nochmal, ach so, inwiefern das regierungskritisch ist, wenn man höhere Steuern fordert, ich meine, auch da, ich meine, da müsst ihr euch nur mal den Kopf einschalten. Ich habe fertig, ciao. Nein! Nehmen wir das Wasser wieder!